Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Juhu, wir sind letztes Mal hier angekommen bei dem lieben Merlin. Und was er uns alles zu bieten hat, das sehen wir jetzt. Noch eine ganz kleine Neuerung oder vielleicht eher wohl eine Älterung. Ich nehme momentan wieder mit Fraps auf, weil Dixtery aus irgendeinem Grund den Emulator nicht erkennen möchte. Naja, ist eigentlich in Ordnung so, da ich sowieso probieren wollte, wie Fraps sich... Beziehungsweise wie Fraps sich mit Kingdom Hearts verhält, weil Dixtery hatte da ja so einige kleine Ruckler am Anfang, die doch schon ein bisschen störend waren. Tja, bei Fraps haben wir wahrscheinlich keine Ruckler, dafür aber Frame-Einbrüche. Naja, wir werden es einfach mal probieren und sehen. Ja, ist halt so, mit Emulatoren hat man immer Stress. Aber da, ja, was tut man nicht alles für eine gute Quali, ne? So, wir sprechen. Und zwar mit dem lieben Merlin. Den Timer noch gesetzt. So. Was gibt es? Ich will Magie üben. Gerne. Dafür sind wir hier. Ja, jetzt gehen wir in den oberen Raum, ins obere Stockwerk. Und ich habe jetzt schon einige Wochen kein Kingdom Hearts mehr gespielt. Ich muss gerade kurz gucken. Ach, so macht man das. Okay. Alles klar. Hey Merlin, hier kannst du, kann ohne Rücksicht auf MP Magie geübt werden. Merlins zauberhafte Möbel stellen sich als Ziele zur Verfügung. Okay, ja, das brauchen wir nicht lesen hier. Du willst also üben, klar. Welche Art von Zielen? Natürlich beweglich. Los geht's. Okay. Moment. Donnerschlag war so, genau. Zack. Hauen wir alle weg hier. Okay, hier war Eis. Ja, richtig. Und Feuer konnte ich ja irgendwie nicht richtig machen, ne? Weil irgendwie Dreieck war so eine Taste, die ich hier nicht, die hier irgendwie nicht vorhanden ist, so. Aber okay, darum werde ich mich ein anderes Mal kümmern. Wenn ich denn Magie üben möchte, dann mache ich, beziehungsweise wenn ich Feuer einsetzen möchte, mache ich einfach so, zack. Vita wäre allerdings ganz gut, wenn wir das auf einem, auf einem Key hätten, ja, dann, ja, mit Schlägen gehen die Dinger hier nicht kaputt, seht ihr. Ich glaube, ich werde den Donnerschlag lassen. Ja, weil Donner ist ziemlich gut. Und werde Vita anstatt von Eis nehmen. Ja. Aber ich werde wahrscheinlich sowieso nur Vita brauchen. Von daher ist es eigentlich ziemlich wurscht. So, tja. Eine ganz bestimmte Magie haben wir noch nicht. Auf die werden wir dann zurückkommen, wenn es soweit ist. So, aber Sonic-Stoß kann man auch üben hier, wunderbar. Zack, und Todesstoß, zack. Tja, ich würde sagen, wir unterbrechen aber diese Übung jetzt, weil, das macht keinen Sinn hier. Gut, ich würde sagen, ich will runter. Ja, es gibt nämlich noch eine Art von Magie, die ist ganz cool, die haben wir aber leider noch nicht. Ich habe letztes Mal versucht, mit dieser Tante hier zu sprechen, denn diese gibt uns diese Magie, aber irgendwie wollte die Dame nicht damit rausrücken, ne? Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich frage sie jetzt nochmal, aber ich glaube nicht, dass es was ändern wird. Ich mache mir große Sorgen um Cinderella. Ja, ich mache mir gleich Sorgen um deine Fresse, Alte, wenn du hier nicht gleich mal kommst. So, ich würde sagen, wir verlassen Merlins Haus und gehen zurück nach Traverse Town, um da weiterzumachen. Ich weiß gar nicht mehr, von wo kamen wir denn? Waren wir nicht bei Tarzan, waren wir, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Meine Fresse, so lange ist das schon her. Also, die Arena des Olymps haben wir gemacht. Den guten... Ah, ich weiß, was wir machen. Ah, ja, klar. Wir müssen... Naja. Das seht ihr jetzt gleich, meine lieben Freunde. Aber zuerst habe ich Bock auf Kämpfen.
zack, zack. Und ihr seht, diese herzlosen, ja, gehen ziemlich schnell down jetzt mittlerweile. Da wir ja auch schon, ja, im Dschungel gegen viel Größeres gekämpft haben. Oh, Moment. Was für eine schöne Möglichkeit. Zack. Komm schon. Hier ein bisschen alle kaputt hauen. Ja, komm, treff doch. So, tschüss. Alter, wie viel Magie das gerade gebraucht hat. Ja, gut, dann brauchen wir eben alles. Wollen wir mal nicht geizen, da wir sowieso wieder an einen Dingens kommen. Alter, ich spiele auf normal, gell? Und die hauen mich hier zu Brei und das sind Monster von einer, keine Ahnung mehr. Alter, seht ihr das? Ein Treffer und ich bin fast, keine Ahnung mehr, krepieren. Naja, gut, Moment. Ich würde mir doch gerne mal Vita auf den Hotkey legen jetzt. Sobald dieser Kampf vorbei ist, weil ihr seht, diese Gegner machen übelst Schaden. Ich will nicht wissen, ehrlich gesagt, was passiert, wenn man hier auf Profi stellt. Oder wie das bei den Bosskämpfen später aussieht. Naja, okay. Eis, machen wir Vita. So. Jetzt hätte ich fast Escape gedrückt, da hätte ich den Emulator beendet. Ne, nicht hier. Na, jetzt habe ich keine Magie mehr. Egal. Noch verschlossen. Ey, komm. Weißt du was? Hier, untersuchen. Okay, jetzt geh hier mal. Da, fuck. Ah, jetzt ist es offen. Okay, alles klar. La, 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 la. Wir sind wieder hier in Traverse Town. In Traverse Town. Und, tja. Jetzt kann ich das Ganze mal probieren. Ach, das Feuer brennt immer noch. Das ist aber schön. So, hier. Wunderbar. Sehr geil. Okay, wenn ich jemand anderen möchte, muss ich halt so auswählen. Aber das wird sowieso nie vorkommen, da es Donald und Goofy eigentlich nie nötig haben, gebaut. Geheilt zu werden. Natürlich sind die schon gebaut und zwar aus Stahl. Irgendwo findet ein großes Turnier statt, Kupo. Irgendwo? Ja, wahrscheinlich in der Arena des Olymps, ne? Wisst ihr Bescheid? Ihr wisst, wie es läuft hier in Kingdom Hearts. So, was hast du denn da? Hey! Also wenn das kein Gummistein ist. Ja, den Gummistein haben wir ja gefunden in, ja, aus dem Schlüsselloch von Tarzans Welt, dem Dschungel. Genau! Keine Ahnung, Alter. Ich höre, glaube ich, auf Donald. Die kläglichen Synchroversuche von Donald. Wofür ist er denn? Tut mir leid, Freunde. 7 Uhr morgens, ne? Soll das ein Scherz sein? Du fliegst mit einem Gummijet und weißt nicht, was ein Navi-Gummi ist? Die Zwischenwelt ist kein Spielplatz, ihr Ignoranten. Wir wissen vieles nicht. Na und? Wir müssen mit dem Gummijet zu anderen Welten fliegen. Wir haben keine andere Wahl. Ruhig, Blut. Ich dachte nicht, dass du es ernst meinst, okay? Also ich werde euch mal ein wenig unter die Arme greifen. Danke. Grundsätzlich könnt ihr mit Navi-Gummis zu neuen Orten fliegen. Ihr wollt den Klunker montiert haben, oder? Ja klar, auf jeden Fall. Da seid ihr an der richtigen Adresse. Aber vorher muss ich noch etwas abliefern. Ja, was müssen Sie denn noch abliefern? Ach, nur dieses Buch. Es ist sehr alt. Als der Typ es vorbeibrachte, fiel es beinahe auseinander. Es war so zerfleddert, dass es kaum zu restaurieren war, aber ich glaube, ich habe es ganz gut wieder hingekriegt. Wie auch immer, könnt ihr es für mich abliefern. Es ist das alte Haus hinter Traverse Ost. Sucht nach dem Zeichen mit einer großen Flamme. Antikes Buch erhalten. Was war das? Die Glocke über dem Villa mit Cliff läutet. Okay. Geht nachsehen, wenn ihr wollt. Liefert aber vorher das Buch ab. Kommt danach zum Haus in Traverse Ost. Ich werde da sein. Okay. Ja, bei dem Haus mit der Flamme waren wir ja eben gerade. Das ist Merlins Haus.
Und dahin gehen wir gleich nochmal zurück. Denn wir müssen was abgeben. Dieses antike Buch. Um was es mit dem antiken Buch auf sich hat. Tja, das werdet ihr bald schon sehen. Aber jetzt kloppen wir noch ein paar Viecher hier kaputt. So, erste Welle. Zack, komm. Aufs Maul hier. Ja, langsam wäre es Zeit, dass wir mal einen Dingens bekommen. Eine Fähigkeit genannt Charmeur. Habe ich ja schon mal erzählt von. Damit wir hier nicht mehr alles aufsammeln müssen. Wie so die Straßenpenner, ne? Donald, tragbare Items und Hast. Hast du nicht gesehen? So, mal aufs Maul! Komm, jetzt! Verpisst euch! Alter, Alter! Was? Was? Ich wollte gerade sagen, warum ging das gerade nicht? Ah, okay. Ja! Ey, Sora, triff mal jetzt bitte! Zack! Okay. Noch die letzten beiden. Ach komm, triff! Sora! Du Dober! Ey, die sind wirklich nervig. Alter! Jetzt komm schon her. Sonst gibt's Panne hier. Und Donald ist K.O. gegangen. Ja, super. Cool. Freue ich mich aber. Die Gegner sind echt... Ja, die hauen rein, Alter. Die... Keine Ahnung, was da los ist, aber... die hauen schon rein. So, na... Oh, cool. Warte mal. Na komm, Sora, du jetzt mal nicht doof hier. Komm, einfach mal rauf hier bitte. Ich habe keinen Bock wieder zurück zu schwimmen. Okay, dann eben doch. Oh, Sora, jetzt gibst du Gas. So, ja, eine kleine Information. Ich werde mir wahrscheinlich schon bald, oder eigentlich werde ich mir heute eine Webcam holen. Nein! Ich habe zwar eine Kamera, mit der es allerdings viel zu kompliziert ist, um aufzunehmen und auch viel zu aufwendig und diese auch viel zu wenig Akkuleistung hätte für so eine Aufnahmesession. Ja, und da hole ich mir eine Webcam, dann habe ich das ein bisschen vereinfacht hier und dann sind ab sofort alle Let's Plays mit Facecam. Dann müsst ihr mein hässliches Gesicht noch ertragen hier auf dem wunderschönen Spiel. Aber das ist mir scheißegal. Das möchte ich einfach durchziehen. So, wir sind wieder bei Merlin. So, hey, du alter Knicker. Das ist ja mein Buch. Ihr sollt es mir also von Sid bringen. Vielen Dank. Ihr möchtet wissen, was für ein Buch das ist? Ja, schon. Das weiß ich selbst nicht genau. Eigentlich gehört es mir nicht. Irgendwie hat es den Weg in meine Tasche gefunden. Es ist ein seltsames Buch. Ich bat Sid, es zu restaurieren. Ich werde es vorerst hier aufbewahren. Dieses Buch bewahrt ein großes Geheimnis. Die verlorenen Seiten werden es lüften. Ich stelle das Buch da drüben hin. Ihr könnt jederzeit einen Blick hineinwerfen. Meinen besten Dank an Sid dafür, dass er es restauriert hat. Ach, und wegen eures Steins. Ihr solltet die gute Feder nachfragen. Gut, oh, wissen Sie, was dies ist? Oh, das arme Ding. Es hat sich in einen Beschwörungsstein verwandelt. Ein Beschwörungsstein? Dieses kleine Wesen lebte in einer Welt, die von der Dunkelheit verschluckt wurde. Zusammen mit den Welten verschwinden alle Lebewesen. Aber dieses hatte ein so starkes Herz, dass es zu einem Stein wurde, anstatt zu verschwinden. Kann man es nicht retten? Doch, aber nur sein Geist. Jetzt seht ihr. Bibidi-bibidi-bu. Alter. Simba kann gerufen werden. Ja, meine lieben Freunde, wir können Simba rufen. Das ist die Magie, die ich vorhin erwähnt habe. Wann immer ihr ruft, wird es euch helfen. Wenn ihr noch mehr davon findet, bringt sie mir. Keine Angst.
wenn ihr ihre Welten wiederhergestellt... wenn ihre Welten wiederhergestellt sind, werden sie dorthin zurückkehren. Suva, bitte rette sie. Keine Sorge, das werde ich. Ja, das werden wir wirklich, aber Simbas Welt werden wir erst im zweiten Teil von Kingdom Hearts retten. Und ja. Geh zu Sid, bevor ihr irgendwo anders hingeht. Nein, ich gehe jetzt sonst wohin, mein Freund. Und zwar... Ah, so hell. Oha, wo sind wir denn hier gelandet? Auf einem Buch? Okay, dann gucken wir uns ein bisschen um hier. Noch scheint alles vernebelt und wir haben anscheinend nur das hier. Okay, dann lesen wir mal, was da steht. Eine offene Wiese. Hineinschauen? Ja, sicher. Ich bin gespannt. Denk, 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 denk. Tja, wer diese kleine, gelbe, großbäuchige Denker ist, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß auf meinem Kanal und bis zum nächsten Mal. Euer Sephiron. Tschüss.